Hi everybody and welcome to our session. My name is Doris and I'm very proud and honored to be the community manager of this excellent group of experts and partners that just have been introduced to you. We have produced some videos for you and before we start, I would like to give you an insight in our topic and solution approach. We are addressing the topic of accessibility to the arts and culture. During Corona, we all have experienced from the lockdown of art institutions what we are missing when we can't enjoy art, when we have no access to it. We feel a lack of inspiration, a lack of creativity, a lack of distraction, a lack of joy, happiness, and hope. We get anxious, insecure, hopeless, even depressed. The arts and culture are essential pillars of social development, may it be on a personal level, on the level of communities, or for society in general. Arts and culture provides meaning, values and attitudes, orientation, interpretation, knowledge. They increase personal well-being, self-esteem, generate emotions, open new horizons. So, cultural participation is a fundamental part of the human experience. And yet, people with disabilities are often denied equal participation or have a negative or unwelcoming experience. Barriers can be physical or by attitude. They can be social or programmatic. They may relate to communication, politics, or transportation. This exclusion can lead to a social isolation and negatively impacts the quality of life. Our solution community members are all change makers, innovators and experts in the field of inclusive art programs and initiatives. Just to name a few, the Museum of Modern Art in New York, the Manchester Museum in Manchester, Great Britain, the Gulbenkian Foundation in Lisbon, Portugal, the Kunsthistorisches Museum in Vienna, Austria. They all are offering a broad range of programs to make their institutions and art collections accessible to people with all kinds of disabilities. They offer special workshops and tours, for example, including sign language, easy language, tactile objects, or technological advices and apps. They are providing extensive resources to learn from, for example, the Alzheimer's Project website of the Museum of Modern Art. Most of these programs, initiatives, and innovations were already introduced during the last years at the Zero Project Conference. All our expert members are awardees of the Zero Project. Still, there is room for improvement and innovation. With most of the inclusive programs and activities that are offered by museums and art institutions, there is still some kind of separation or exclusion happening. For example, take a tour in sign language, which is offered for people with hearing impairments. It does normally not address people without disabilities. So there is a separation between people with and without disabilities. Or another example, tours that are offered for people with disabilities are commonly offered by people without disabilities. So again, there is a separation. What we are trying to find solutions for is to make this separation not happening. So we take a holistic approach to inclusive art education. What does this mean? Art education should not only be offered for people with disabilities, but also by people with disabilities. Or art programs that are offered for people with disabilities should also address people without disabilities. Experience with this holistic approach shows that people without disabilities are especially fond of tours that are guided by people with disabilities. Why is this? Well, the answer to this, we hope you can find and see in the following videos that we provided for you. They were all produced by our community, especially for this session now, within the last 2 weeks. And all tours that you will see are guided by people that have some kind of disability. Their perspective to art is full of detailed descriptions that are really astonishing. They are full of personal opinions and stories that are touching and that go far beyond what we normally see or hear in a museum. They open and challenge our way of thinking. Or, as two of the guides that you will see now, Sigrid and Thomas from Kunsthistorisches Museum, as they worded it in their own words, disability tours are super suitable as ethics lessons. Non-disabled people can learn a lot from disabled people, also modesty. Disabled people want to be taken seriously. They can do more than they are given credit for. Well, there's still a long way to go until we will see people with disabilities as staff members of museums and art educations. Some of the challenges that our solution community will be working on in the next month are that museums must be considerate of the attitudes of visitors without disabilities when they employ people with disabilities. There is still concern about being left alone regarding the needs of people with disabilities as staff members. There are individual limitations of museum staff in regard of integrating people with disabilities. There is still a lack of time resources or other specific resources that are needed to integrate people with disabilities in museum staff members. There is a lack of legal framework for an inclusive labor market in each country. And of course, inclusive employment in art institutions and museums requires change management as to integrating those in the organization and the staff. So specific job profiles, legal frameworks, specific resources, and change management are the topics that we will continue to address and hopefully come up with solutions in the next month. So now let's start with seeing some art. Before we start with the videos, I will show you a drawing. This is a drawing. Let me adopt my screen. This is a drawing that was made for you by Sigrid Kundela. She's one of the tour guides that you will see now later in a minute in the first video. Sigrid organizes cultural events for craniocerebral trauma patients at the Kunsthistorische Museum and is herself affected. This sketch that she did especially for you now, I will describe in her own words. The sketch is drawn in landscape format. As headline, we read, special guided tour for everyone. The letter G of the word guided is walking on small feet. Below are 5 persons and a showcase with an art object. It alludes to one of the most famous art items of the Kunsthistorische Museum. On the far left side sits the museum guide in a wheelchair. He is a young, visually impaired man, as the badge on his arm tells us. He keeps a megaphone in his hand. In the speech bubble under the wheelchair, we read, "My favorite figure." Right of him stands the showcase with the figure. Right of the showcase is a group of 4 visitors, 1 child and 3 adults of different age. The child is a boy and says, "Great!" Behind him asks a young man, "What?" Behind him, another man asks, "Why?" And the last visitor is an elderly woman with a cane. She asks, "Who?" So this is the drawing by Sigrid. And now we will start with the videos. And the first tour that will be given to you to an art object at the Kunsthistorische Museum is by Sigrid. I hope you enjoy all the videos. There are several tours followed by a manifesto that was written by our community. Please enjoy and please get inspired. Thank you for listening. Hello, here is the next figure we want to show you. Do you see the bear? But the bear is with a gun, so shooting the hunters. What does he want to say? But it's not only the bear you can see, like a teddy bear for children, it's a bear for grown-ups. Because on his top you can see a cap, and the cap is showing the bees, because a bear likes much more to eat honey. The head you could take away, and under the head is a glass where you can drink whiskey, gin or something else. He is from the high society, that's why he's wearing a golden jacket, and the gun is golden too. Looking down, he is standing on a ground that's from a city, where on the back side a very small dog is lying, so he isn't afraid of the dogs. And when you move the bear like a railway, then it opens, and when it opens, there you can see the games for grown-up, where you can play chess and tic-tac. And on the left side you see a small hill. Below the hill is a monkey sitting and telling you about the law from this country. So it's bear you can see, not for children, for grown-up, and who knows who have been drinking the bear inside, because it was built 1580, so very long ago, and as well in Castle Ambras, a very old castle in the Tyrol. Yeah, and when this museum had been built, lots of this castle came to Vienna. So you have to come and see this bear, who is telling you much more than only the gun. Grüß Gott! Wir befinden uns hier im Kunsthistorischen Museum in der Kunstkammer Wien. Neben mir ist ein Schicksalsmarkt gemacht von Hans Schlotheim 1585 für den Erzherzog Ferdinand von Tirol. Das Schiffchen ist 67 cm lang und 67 cm hoch. Es ist aus Silber gemacht, vergoldet. Die Takelage sowie die Seile sind aus Silber, die Segel sind auch aus Silber, mit Email überzogen. Oben befindet sich der 2 Flaggen vom Doppeladler, vom österreichischen. Auf dem Deck befinden sich einige Musiker und der Kaiser. Unter dem Deck befindet sich ein sogenannter Schiffsautomat, so ähnlich wie ein Musikspieler mit Zahnrädern und Walzen, und es ertönen zwei Musikstücke, die für den Kaiser gespielt werden. Das sind Verfahren, wenn der Kaiser aufs Schiff kommt bzw. wenn das Schiff ablegt. Am Schluss des Ganzen ertönen vier Schiffskanonen, Schüsse, die mit echtem Schwarzpulver simuliert werden. Ein kurzes Video auf dem YouTube-Channel des Kunsthistorischen Museums zeigt diese Melodie auch. For the next video, I would like to say some introductory words about the producers and the initiative. Capito Mecklenburg-Vorpommern is a social franchise partner in the broader Capito network that is active in Germany and Austria. Their goal is accessibility for all by easy language services, workshops, and physical disability analysis. And Nils Wöbke, the head of Capito Mecklenburg-Vorpommern, started a pilot with a local museum. They called it New Ways to Art. And what they did is they gave tours by people with disabilities. And this pilot expanded into a bigger program that they are running now, where they educate people with disabilities as museum guides. They also provide the museums with guidelines on how they make their buildings accessible, how to integrate the guides with disabilities into their museum staff. And they presented their pilot last year at the Zero Project Conference. They were one of the awardees. And you will meet now three of their guides from the team, and their approach to arts and culture, to a historical landmark in their area, to artwork, and including their personal stories and opinions they built around the historic facts. Enjoy! Hallo Welt, mein Name ist Frank Benedix, komme aus den Hagenauer Wegstätten und ich arbeite seit 12 Jahren in der ehemaligen Zarrentiner Klosterkirche. Auf dem Bild bin ich der zweite von rechts. Aus dem Jahr 1194 stammt die älteste vorhandene Urkunde in die Kirche in Zarrentin erwähnt wurde. Von der Kirche aus dem 12. Jahrhundert ist das Feldsteinmauerwerk erhalten geblieben. Um 1250 siedelten sich aus Süddeutschland die Zisterzienserinnen an. Also es ist ein reines Nonnenkloster gewesen, die ursprünglich aus Frankreich stammen. Um 1460 begannen dann die zahlreichen Umbauarbeiten. Das Mittelteil der heutigen Zarrentiner Kirche entstand. Die Kirche hat insgesamt 3 Bauabschnitte. Der Hinterteil ist romanisch-katholisch, der Mittelteil ist evangelisch, die Turmansicht ist neuevangelisch. Errichtet wurde dieser Turm um 1672. Über die Eingangspforte dieser Kirche stehen Buchstaben, die da lauten VGG, CL, HVM, die da bedeuten: von Gottes Gnaden Christian Ludwig, Herzog von Mecklenburg. Der Einbau der Renaissance-Kanzel war um 1699, die ursprünglich aus der Lübecker Marienkirche stammt. Der Pastor Nikolai André, der um der Zeit Pastor war, erwarb diese Renaissance-Kanzel und schenkte sie der Zarrentiner Kirche. Die 5 Reliefs aus Hartholz, Eiche, schuf Benedikt Dreier um 1533 und 34. Jedes Bildrelief hat einen Untertitel. Und aus einem dieser Bilder wird gleich Felix etwas Genaueres zu sagen. Mein Lieblingsprophet ist Martin Luther. Er ermöglichte das Lesen der Bibel, beziehungsweise er ermöglichte auch alle Leute lesen zu können. Mein schlechter Prophet ist VW. Die Abgasdaten und so weiter. Es wurden viele schlechte Sachen freigegeben, und wünsche euch noch einen restlichen schönen Tag und übergebe damit jetzt an Felix. Ja, danke schön, Frank. Du hast ja eben auch schon was über Propheten erzählt, und ich möchte jetzt auch ganz gerne was über Propheten erzählen. Ich möchte Ihnen hier dieses Relief von Benedikt Dreier vorstellen. Doch bevor ich zu dem Relief komme, möchte ich erstmal selber kurz was zu meiner Person sagen. Und zwar, mein Name ist Felix Jedlink, ich bin 23 Jahre alt, ich wohne in Bralsdorf in Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin seit 2017 bei Capito Mecklenburg-Vorpommern dabei. Und seit demselben Jahr bin ich auch ehrenamtlicher Museumsführer im Staatlichen Museum in Schwerin. Und ich möchte Ihnen jetzt was zu diesem Relief erzählen. Es trägt den Namen Warnung vor den falschen Propheten. Ich möchte aber vorher erstmal kurz erklären, was ein Relief ist. Also ein Relief ist eine Holzschnitzerei, die man anfassen kann und die man auch formen kann. Und da möchte ich jetzt erstmal erklären, was auf diesem Relief zu sehen ist. Man sieht dort einmal Jesus, wie er vor einem Baum steht und seine Jünger um ihn herum versammelt sind. Sie gucken konzentriert zu ihm, und man sieht auch, dass einer vor seinen Füßen sitzt und auch er guckt gespannt zu ihm auf. Dann möchte ich auch noch die Personen, die sich hinter dem Baum befinden, kurz benennen. Dann würde ich erstmal mit der vorderen Person anfangen. Man sieht, dass sie die Hände überkreuzt hat und den Blick leicht nach unten gesenkt. Man sieht, dass sie einen heulenden Wolf neben Ärmel trägt. Dann würde ich die Person in der Mitte kurz beschreiben. Das ist ein betender Mann. Auch er hat den Blick leicht gesenkt und er trägt einen Lammpelz. Und auch er hat ein Lamm in seinem Gewand sitzen, also neben Ärmel seines Gewandes. Und dann würde ich noch kurz zu der Person kommen, die sich im Hintergrund befindet. Auch sie guckt nicht zu Jesus und sie trägt einen Turban. Und damit will der Künstler auf den Propheten Mohammed aufmerksam machen, weil Jesus warnt ja vor falschen Propheten, er warnt aber nicht vor dem Islam, weil es den zu Jesus-Zeiten noch nicht gab. Zu Jesus-Zeit gab es nur die alte arabische Religion und der Islam entwickelte sich erst nach Jesus' Tod. Der Islam hat sich auch von der alten arabischen Religion abgegrenzt und im Jahr 622 ist Mohammed von Medina nach Mekka geflohen. Und also er ist von Mekka nach Medina geflohen. Und deshalb möchte der Künstler auch auf die Türkenkriege aufmerksam machen, die es 1533 gab. Und zu der Zeit hatten die Leute auch Angst vor Menschen mit anderen, also mit einer anderen Herkunft. Und dazu möchte ich auch noch sagen, dass diese Sichtweise sich auf die alte Sicht des Bildes bezieht. Heutzutage ist die Sichtweise aber eine völlig andere. Und zwar sollten sich Religionen gegenseitig mit Respekt behandeln und auch gegenseitig achten. Und meine Meinung ist auch Völkerverständigung. Also das bedeutet, wir sind eine Menschheitsfamilie und niemand ist ausgeschlossen. Und mit der Geburt gehört man zur Menschheitsfamilie und das Leben ist heilig. Also damit möchte ich sagen, dass heutzutage alle Religionen miteinander gut leben können, egal ob man Christ, Muslim, Jude, Hindu oder Buddhist ist. Und zu der Zeit hätten die Religionen halt eben auch gut miteinander leben können, wenn es nicht diese Kriege gab. Es gab zum Beispiel ja auch die Kreuzzüge in Europa, wo sich die Christen auch gegenseitig umgebracht haben. Und unter diesem Relief sieht man auch einen Psalm, den ich jetzt auch ganz gerne mal übersetzen würde. Und da steht: Seht euch vor den falschen Propheten, in Schafskleidern kommen sie zu euch her, innerlich aber sind sie reißende Wölfe. Und das bedeutet, dass es zu der Zeit auch Wölfe in Schafspelzen gab. Und also das soll so wieder heißen wie, dass es Menschen gab, die so tun, als ob sie Gutes getan haben. In Wirklichkeit haben sie aber Böses vorgehabt. Und heute gibt es auch noch Wölfe in Schafspelzen. Und dazu habe ich auch zwei Propheten. Ich habe einmal einen guten Propheten. Ich habe mir die Mutter Teresa ausgesucht. Sie wurde 1910 in Albanien geboren und starb 1997. Sie wird auch Mutter der Armen genannt, weil sie sich gerade in Indien sehr für alte und kranke Menschen eingesetzt hat. Sie wurde auch nach ihrem Tod 2016 von Papst Franziskus heiliggesprochen und trägt seitdem den Titel Weltverändernde Frau. Und zu den schlechten Propheten, da ist mir der deutsche Sektenführer Paul Schäfer eingefallen. Er war Gründer der Sekte und auch der religiösen Gemeinschaft Colonia Dignidad in Chile. Und er wurde im Jahr 2006 zu 20 Jahren Haft verurteilt von einem chilenischen Gericht, weil er Kinder missbraucht haben soll. Also auch er ist ein typischer Wolf im Schafspelz. Und meine Kollegin Julia Tackmann würde Ihnen auch ganz gerne was über Wölfe in Schafspelzen erzählen, aber ich denke mal, dazu kann sie Ihnen selber was erzählen. Dann möchte ich Ihnen sehr danken für Ihre Aufmerksamkeit. Felix, für deine Präsentation. Nun möchte ich mich vorstellen. Ich heiße Julia Tackmann und bin 39 Jahre alt. Ich wohne in Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern, selbstständig. Ich möchte kurz zu dem Bild Der Wolf im Schafspelz kommen. Das ist eine biblische Darstellung, aber auch eine Redewendung. Die Brüder Jakob und Wilhelm Grimm schrieben 1812 das Märchen Der Wolf und die sieben Geißlein. Sie sammelten viele Haus- und Kindermärchen. Der Wolf und die sieben Geißlein. Es war ein Geiß. Geiß ist die Mutter. Und die hatte... Geiß ist die Mutter, also die Ziege, die weibliche Ziege. Sie hatte 7 Geißlein, das sind die Kinder der Ziege. Eines Tages sagte die Mutter zu den Kindern: Ich gehe in den Wald Futter holen. Aber passt auf, der Wolf kommt. Er frisst euch. Lasst ihn nicht rein. Aber die Kinder versprachen der Mutter, ja, Mutti, wir passen auf. Aber es passierte doch. Beim ersten Mal hatte der Wolf eine raue Stimme. Die Kinder ließen ihn nicht rein. Beim zweiten Mal hatte er eine schwarze Pfote. Da waren die Kinder vorsichtig. Aber sie ließen ihn nicht rein. Aber beim dritten Mal ließen die Kinder den Wolf rein, weil er plötzlich eine weiße Pfote hatte. Vielleicht war er Teig oder Mehl drauf. Irgendwie konnte er die Kinder täuschen. Er fraß fast alle Kinder, bis auf das Kleinste. Das versteckte sich. Als die Mutter nach Hause kam, war sie traurig, weil sie hatte ihre Kinder gerufen und keins gefunden. Plötzlich hörte sie aber, dass das kleinste Geißlein kam und es erzählte der Mutter, was passiert war. Dann plötzlich hörte die Mutter ein Schnarchen und fand den Wolf, der draußen schlief. Sie ging nach draußen und überlegte, weil sie was sah, vielleicht bewegen sich ja meine Kinder noch. Sie holte eine Schere und schnitt dem Wolf den Bauch auf. Die Kinder konnten lebend gerettet werden. Und sie sagte zu den Kindern, geht und holt Steine, die legen mit dem Wolf im Bauch. Vielleicht denkt er, das seid ihr, die Geißlein. Die Kinder holten Steine und die Mutter nähte den Wolf den Bauch zu, nachdem sie die Steine in den Bauch des Wolfes gelegt hatte. Der Wolf hatte Durst, nachdem er aufgewacht war, und ertrank im Brunnen. Die Moral von der Geschichte: Öffne niemandem die Tür, auch wenn du ihn nicht kennst. Mir ist es auch passiert. Nach meinem Einzug in meine Wohnung in Schwerin klingelten zwei Frauen an der Tür. Die wollten sich die Wohnung angucken. Und meine Eltern sagten zu mir, Julia, öffne niemandem die Tür, auch wenn du ihn nicht kennst. Ich möchte nochmal zu dem kirchlichen Beispiel kommen. Ich kenne keinen Propheten und ich bin nicht gläubig. Keinen traurigen oder bösen Propheten. Weil die machen mich einfach traurig. Aber für mich ist Dr. Martin Luther King ein guter Prophet. Ich bringe ihn in Verbindung mit meinem Bruder. Ich habe einen kubanischen Halbbruder und der hat eine dunkle Hautfarbe. Und ich möchte und ich wünsche mir für ihn, dass er, so wie das Martin Luther King sich damals wünschte, mit schwarzen und weißen Menschen zusammen leben und arbeiten kann. Martin Luther King bekam 1964 den Friedensnobelpreis. Aber 1968 wurde er für seinen Glauben ermordet. Aber ich möchte Sie hiermit daran erinnern, an das Überlegen. Vielleicht fällt Ihnen ja ein böser oder guter Prophet ein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bleiben Sie gesund. The Zero Project Solution Committee on Inclusive Arts and Museums believes in the power of arts and culture to transform and impact society. Exposure to and participation in the arts promotes and strengthens community, economic growth, education, and health and well-being. In accordance with the UN CRPD, the Marrakesh Treaty, and the American Disability Act of 1990, this committee believes in removing barriers for people with disabilities in order to have access to the arts, its buildings, education and training, and employment opportunities. It has a positive impact on freedom of expression, creativity and imagination, and vitality for all people. An accessible world in arts and culture reinforces vibrant, inclusive communities, supporting the work of disabled artists, independent living, and entrepreneurship. To achieve this, we need to create job profiles, a legal framework, and specific resources to fully integrate people with disabilities in arts and culture.